In diesem Video geht es um die Schadenskartierung der Holzbauelemente im Gutshaus in Landsberg. Es handelt sich dabei um eine visuelle Prüfung, um einen ersten Überblick über den Zustand des Gebäudes zu bekommen. Ihr werdet Herrn Karg und mich dabei sehen, wie wir vom Dachgeschoss bis runter ins erste Obergeschoss gehen und dabei die Holzelemente untersuchen. Dabei werden wir Notizen aufschreiben und Fotos schießen, die wir dann später für die Auswertung benötigen. Für die erste Sichtung der Schäden braucht man vor allem einen Latthammer oder einen Maurerhammer. Des Weiteren braucht man Pläne mit den Grundrissen des Gebäudes und man braucht auch eine Digitalkamera, um die Schäden zu fotografieren. Des Weiteren braucht ihr eine Bohrmaschine mit Holzbohrer, der einen Durchmesser von 10 mm hat und ungefähr 20 bis 30 cm lang ist. Für den Rest des Videos werde ich die hier gezeigten Filmaufnahmen kommentieren. Somit ist es leichter nachzuvollziehen, was eigentlich gemacht wird. Zunächst Sicherheitshinweise. Solltet ihr euch auf Dachstühlen bewegen, wo die Balken offen liegen, dann müsst ihr unbedingt auf den Balken laufen. Bitte vermeidet für eure eigene Sicherheit, auf den Schüttungen zu laufen, da hier eine große Gefahr des Durchbrechens besteht. Die Einschubschalung kann morsch sein und dadurch keine Last mehr aufnehmen. Deswegen gilt, nur auf Balken laufen. Um einen ersten Überblick über den Zustand des Dachstuhls zu bekommen, muss man wissen, an welcher Stelle man zu suchen hat. Wie in dieser Szene gezeigt wird, werden die Balken am Schornstein überprüft. Durch undichte Stellen im Dach konnte permanent Wasser an der Wand vom Schornstein nach unten laufen und in das Holz und in die Schüttung eindringen. Nach 30 Jahren der Aussetzung von Feuchte ist der Balken zu 100% zerstört. Woran erkennt man das? Das ist der, also, das mit Ziel, ne? Das, ja. Ist, das ist kein Hausschwamm. Der Hausschwamm, der knackt. Mhm. Auch die Balken sind hier. Du siehst ja auch schon das hier runter. Mhm. Also hier ist alles. Also sozusagen, wenn man mal jetzt hier auch reinguckt, ja, dann könnte es auch... Ja, durch die Feuchtigkeit natürlich. Mhm. Das ist also Lehm. Der Lehm wird feucht. Und wenn der Lehm feucht ist, der braucht halt die Pflanze, die er sogar dann trocknet. Und dann zieht sich die Feuchtigkeit ins Holz rein. Mhm. Durch die permanente Feuchte konnten sich die Pilzarten wie echter Hausschwamm oder Kellerschwamm hervorragend ausbreiten und das Holz zerstören. Wir haben eine Schädigung der Strebe, also des Windbox hier. Aber teilweise haben wir keine, jetzt haben wir offene Böden, teilweise haben wir mit Lehmschüttung. Die Windböcke sind in Ordnung. Der Grund für den guten Zustand der freistehenden Balken ist, dass sie die Möglichkeit haben, an der Luft zu trocknen. Das konnten die Deckenbalken nicht. Das ist, was ist das hier? Zugband, ja. Also.
Neben den Pilzarten gibt es auch einige Insektenarten, die das Holz zerstören können. Typische Vertreter sind hierbei der Hausbock und der gewöhnliche Nagelkäfer. Deswegen ist da oben drüber, in dem Bereich, sehen wir auch oben, dass das hier eine andere Decke ist. Mhm. Die Statue ist auch korrodiert. Mhm. Für diese Schadensaufnahme werden auch die Balkenköpfe untersucht. Dafür wird mit einem langen Holzbohrer in den Balkenkopf gebohrt. Ist der Widerstand beim Bohren gering, dann ist davon auszugehen, dass der Balken mit einem Schadensorganismus befallen ist. Durch den Brand im Saal wurde die Holzbalkendecke stark in Mitleidenschaft gezogen. Hier muss später noch berechnet werden, wie lange es gebrannt hat und wie hoch die Tragfähigkeit der Decke noch ist. Im Teil 3 dieser Serie geht es dann darum, wie ein Plan für die Schadenskartierung erstellt wird. Vielen Dank fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.